Guten Tag. Guten Tag. So, wieder halb First Person, halb Dings. Oh. Wir sind auf dem 3D-Parcours Biberburg. Biberburg. Ist der einzige Parcours, wo wir mit Compound hin dürfen, hier in der Gegend. Hier? Ja, echt? Schaumburg ist mit Südkörfen, also 30. Okay. Der Einschießplatz, den haben wir beim letzten Mal voll übersehen. Der ist, wenn man hier runter geht. Ja. Haben wir uns schon aufgeregt, dass da kein Einschießplatz ist? Ich gedacht, hier gibt es ja gar keinen Einschießplatz. Aber einen kleinen gibt es. Weil zum Rückkommen haben wir dann gesehen, oh, es gibt ja doch einen. Ja, weil der so unterhalb von dem Parkplatz ist. So, ja. Machen wir mal, wa? Was ich ein bisschen uncool finde, ist die Tatsache, obwohl, das ist eigentlich egal. Na, die Rehe und so stehen so ein bisschen. Ja. Also vorbeischießen ist hier jetzt, glaube ich, nicht so die geilste Idee. Nee. Das ist auch nur zum Einstellen oder gucken, dass alles gerade ist und so. Und da musst du echt aufpassen, Felix. Da jawohl. Geht's ja los. Da ist ja das mit einem. Dass du nicht vorbeijodelst hier. Vorbeijodeln ist hier nicht so gut. Hast du die Scheibe getroffen? Hm? Ist halt ein bisschen blöd. Das heißt blöd. Aber das geht hier halt, ist halt Gelände, ne? Es ist nicht gerade oder so. Wie bei vielen anderen. Und jetzt muss ich sehr, sehr, sehr doll aufpassen. Genau. Weil ich will auf das Dreh schießen. Passt. Ja. Oh, mal kurz geguckt, ob das noch geradeaus geht alles. Blitzschnell holen, Felix. Sieht erstmal so aus. Und dann ziehen wir mal und gehen los. Ja, ein bisschen tief, aber es soll reichen, ne? Zweiter Schuss fast drin. So, dann gehen wir mal durch die. Das blöde Piep dreht sich immer. Aha. Heute machen wir es mal richtig. Okay. Wenn du mir nicht im Weg bist, ne? Das ist immer die Hauptsache. Und nicht vor mir. Mein lieber Biber. Lieber Biber. Ja, gar nicht so schlecht. Dann los. Den Bogen hier stehen lassen. Ich hab's leider nicht wegen den Bäumen gesehen. Ach ja, du hast einen zweiten Lauf dazu gemacht. Na dann, mach mal einen Shot. Na komm schon. Ah, der war drinnen. Zumindest hat er das Ding gekriegt. Ja, aber ich hab verdreht im Schuss. Habe ich schon gemerkt. Wer?
Jawohl. Jawohl. Felix, ne, einer. Ich, hier machen wir nicht so viele, Felix. Nein, nur weil ich mache nur die Scheibe noch. Ne, ja, der kannst du ja machen. Aber nur einen. Mach bei jedem einen. Na, nee, Felix. Na, schieß los. Weil wir haben hier ganz schön viele Ziele, sonst kommen wir nicht voran. Gut. Jo, in die Mitte. Hol Wie soll es auch anders beginnen als mit einem Biber? Ist das auch wieder richtig auf dem Biber? Der zweite war ein bisschen, der zweite war hoch, der andere hier. Oh, das ist ungefähr, ja, passt. So. Hast du ihn gehittet? Ja. Wo hast du ihn denn? Hat sie, aber ich glaube zu weit links. Den Weißen hast du erwischt, ja? Hä? Weißen? Da ist ein Weißer. Da sind zwei, ein Schwarzer und ein Weißer. Achso, dann ist es der Weiße. Den Schwarzen habe ich gar nicht gesehen. Okay, du hast also auf den Schwarzen geschossen. Nein. Auf den Weißen geschossen, so. Sind wir ein bisschen verwirrt heute? Nee. Du siehst die Ziele nicht. Ja, weil es dunkel ist und der Busch davor ist. Ein Busch. Damn it! Was war das denn jetzt? Daneben. Habe ich den Dodo getroffen? Nein, ich glaube nicht. Nee? Nee? Auf was hast du denn eingestellt? Auf den. Ja, auf 20. Nee, 30. Ich habe aber. Der ist genau auf den Dodo geflogen, der Pfeil. Ich bin. Oh Gott, no. Hä? Ich bin verwirrt. Nee, drunter. Das war jetzt drunter. Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich tiefer gezielt. Sag mir nicht, dass ich beim ersten Mal getroffen habe, dann lolle ich mich. Aber ich habe es auch nicht gesehen, wegen dem weißen Dodo. Gelber Pfeil, weißer Dodo. Aha. Also der. Nein, du hast einmal getroffen. Bin ich aus? Du hast getroffen, Papa. Auf dem weißen Pferd. Aha. Das ist ja wohl mal geil. So, das war mein erster Pfeil. Das war der, den ich gedacht habe, dass ich überschossen habe. So, und dann habe ich tiefer gehalten und habe fix abgeschossen. Ja. Mann, ey. Okay, der erste wäre es gewesen. Witzig. Drüber. Ach du. Nein. Ein Backstop. Ja, der steckt da. Ich hab schon durch mein Fernglas geguckt. Damn it. Es fängt nicht gut an. Naja, dann waren es doch, wie du gedacht hast. Ja. Oh, ich brauche andere Stopper, Alter. Sehnenstopper. Die gehen mir so auf den Ketten. Auf die Ketten? Oh. Ich habe in Slow Motion gesehen, dass die Sehnenstopper dafür sorgen, dass die Sehne so ein bisschen nach links snappt. Und mir jedes Mal einen Arm, wenn ich schieße. Obwohl ich schon fertig geschossen habe. Hattest du tatsächlich recht mit dem ersten Schuss? Ja, mit der ersten. Jo, der war sowas von drinne. Heftig. Ah ja, machen wir mal die Cam aus. Da sind wir auch schon am nächsten Vlog. Ich habe schon mal eingestellt. Dann hauen wir dem Waschbär jetzt mal eine. Ich muss nochmal kurz drüber gucken, ob das so richtig ist, was ich da gemacht habe. Okay. So.
gucken wir mal. Richtig hinstellen geht ja nicht, ne? Der war, glaube ich, echt gut. Ich guck noch mal kurz, aber der war, glaube ich. Sieht gut aus. Ich glaube, ich habe sogar noch den inneren oberen Ring angerissen. Toll, wie soll ich denn da jetzt noch einen Pfeil reinballern? Kannst du mir das mal erklären? Weiß nicht. Soll ich einen Robin schießen oder was? Wehe, du machst meinen kaputt. Oh, Challenge Time. Mhm. Gibt es nachher wieder häusliche Gewalt und so? Ja, von mir. Weil mir im Weg warst. Mhm. Das ist ein Verprügel. So ist er. Kennst du das, wenn so ein Scheißblatt genau vor dem Piep ist? Kenn ich. Genau vor dem Pin. Ah. Voll dumm. Ich muss nicht mehr gucken, ich muss. Ich bin schon wirklich genau davor. Jawohl. Tobi, weiter geht's. Guter Schuss. Wir brauchen Übung. Ach ja. Du bist nicht mehr drin. Hm. Doch. Nein, die Mama. Hm? Könnte man streiten. Oh nee, ich bin auch nicht drin. Also nicht ganz drin. Nur angerissen. Immer diese Ziele. Das war doch der gleiche. Ole, da gibt es einen Adler. Oder so. Sieht man den? Ein Adler. Der Witz ist, da hinten gibt es einen Flock. Ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich der Flock ist, aber da sind voll die Bäume im Weg. Da wollen wir jetzt nicht hin. Also schießen wir von dem hier. Das ist ein weißer. Und da vorne ist nochmal ein blau, gelb und roter. Keine Ahnung. Ah, vielleicht. Kann es sein, dass diese Flock da hinten für die komischen zwei Frettchen hier vorne sind? Weil hier vorne sind nochmal so Frettchen da. Kann vielleicht sein, dass der Flock da für die Frettchen ist und der andere Flock da hinten ist eigentlich für den Adler, der da oben steht. Hast du soweit? Ich bin soweit. Dann komm mal her. Ich komm mal her. Mach mal jetzt von mit der das Schlomo. Mit der Mann. Was? Mit der da. Mach jetzt das Schlomo. Mit der da? Ja. Die läuft doch schon. Ja. Achso, mit der da, die da steht. Ne? Ja, mit einer unserer drei Kameras, ja. Ich glaub, die warte mal, ich gehe aber mal hier hin, weil sonst sind wir voll im Weg. Die ist nicht so gut mit der Slow-Mo. Ja, trotzdem mal. Das ist jetzt nicht so weit. Das sind 20, weil so ein bisschen mehr als 20. Ich kenne die. So, Pfeil habe ich schon drin. Legen wir mal zwei ein, kann man ja mal machen. Das ist eine gute Idee. Finde ich hervorragend. So. Dann hauen wir mal schön da rein. Felix, komm mal ein Stück zurück. Du stehst sonst genau vor der Kamera. Zwei. War doch nur Spaß. So. Verdammt. Verdammt das hier. Au. Aua. Aua hat. Du löst nach hinten und tust dir voll weh. Okay, also. Was haben wir gelernt? Ich hätte mal die erste Schätzung nehmen sollen, dann hätte es gepasst. Wahrscheinlich. Der Adler hat Aua gesagt. Ich habe Aua gesagt, weil ich mir an die Flossen weil ich beim Zurückmachen. Jawohl. Ach ja. Bitte schön, der Herr. Und schon wieder sage ich es, weil ich habe es schon mal gesagt. Der erste Eindruck zählt. Der zweite ist Mist. So ist es wohl. Ich habe gerade mal die Sonne zwischen den. Nimm den Blättern ersten Gedanken, nie den zweiten. Vorsicht, ich muss das mal ziehen. Ja. Das meine ich dich. Ach, cool. Boah, hier ist das cooler. Guck die Sonne hier so.
durch. Gesundheit. Die Sonne hier so cool durch. Ah. Ihr habt sie gehört. Hm. Mach aus. Treffer. I. Ganz viele Fliegen. So, dann versuchen wir es mal mit Drall. Was ist ein Drall, ja? Die verfluchten Viecher. So, ich sag, das sind 30. Weiter ist das nicht. Ja. Das irritiert teilweise. Oder? Wieso ist das so anders hier? Kleinere, ich have no idea. Kleinere Tiere oder was? Hey, oben sich noch mal ein extra Tier. Ja. Mama, oh, war nicht schlecht geschätzt. Nee. Mama, an der Hand gibt's noch ein extra Ziel. Kein extra Ziel, sieht nur so aus. Heute mal Fernglas tatsächlich. Damit. Das zu tief. Ja, hätte ich auch gesagt. Glaube ich jedenfalls. Man sieht das Kill nicht, da ist alles zerschossen. Aber nee. Ich denke schon. Da, wo es am meisten zerschossen ist. Habe ich zwar nach rechts korrigiert, aber die Höhe immer gleich geschossen. Das war played. Ja, ich mache auch so ein bisschen mit meinem Griff rum tatsächlich momentan. Wie bitte? Also das kannst du doch so nicht sagen. Ich traue dem Griff. Ich habe so ein bisschen Papa, guck meine mal, ich mach Bogenhand geändert. Papa, ich mache das gleiche wie du. Ich habe den Baum gesehen. Ups. Getroffen. Wen hast du denn geschossen? Hinten auch? Ein bisschen tief, sehe ich glaube ich, oder? Du bist ein Käsekopf. Gucken wir mal den Bogen in der Nähe zu. Aha. Schön. So. Schon, wo sind wir jetzt? 10? Nein. Neun? Da hängt Schild. 9 oder 10? 9. Okay. Seriges Fazit? Ja, ich finde den ganz cool. Wir waren ja schon mal hier, tatsächlich. Haben auch eine Aufnahme gemacht, aber die war nicht so prickelnd. Nee. Da ging irgendwie nicht so. Bei mir aber noch keiner. So. Ich war ja noch nicht hier. Einstellen vorher, ne? Richtig. Aber also an sich ist schön gestellt, ist immer Walk-in, Walk-out, also zum Ziel und wieder zurück auf den Weg. Aber jetzt hängt mir witzigerweise genau... Hängt dir was vor der Linse? Was vor der Linse? Macht aber nichts, ja. Trotzdem gut. Ja, ich habe ja nichts, du siehst halt echt nichts, weil hier nee. Hängt so ein... Wenn du hier stehst, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wenn du hier stehst, hängt genau eine Tanne so eine Tanne davor. Eine Tanne? Aber ist egal, wir schießen trotzdem da durch. Egal, ob da eine Tanne ist oder nicht. Ja, klar. Das ist wieder was, das würde ich wieder bemängeln. Ja, ich hätte jetzt so nicht geschossen, sagen wir mal so. Wenn es auf dem...
Wenn es unter reellen Bedingungen stattgefunden hätte, hätte ich da nicht geschossen. Ups.